Wirtschaft bestimmt unser Leben. Was, wo und wie hergestellt wird. Wie alles zusammenhängt und vernetzt ist. Genutzt, reguliert und finanziert wird. Mit Erfolgen und Krisen. Das alles betrifft jeden von uns, täglich, ist aber immer schwerer zu durchschauen. Kann uns dabei ein deutscher Denker helfen, der lange schon tot ist? Der seine wichtigsten Werke um die Mitte des 19. Jahrhunderts schrieb. Hat Karl Marx uns heute noch was zu sagen? Karl Marx ist für mich ein Philosoph des 19. Jahrhunderts, der eine unglaublich originelle Idee hatte für eine wirtschaftliche Zukunft, die aber zum großen Teil falsch war. Die herrschende Ökonomie tut ja immer so, als wäre sie besonders modern und Marx uralt. Nein, es ist genau andersrum. Die herrschende Theorie sitzt immer noch im 18. Jahrhundert und Marx ist modern. Karl Marx erlebt das Industriezeitalter in seinen Anfängen. Roboter und Datenströme sind noch fern. Und dennoch liest sich vieles, was er damals schrieb, hochaktuell. Erstaunlich zeitlos. Karl Marx war einer der großen Denker, die in ihrer Zeit etwas entwickelt haben, nämlich eine Theorie, die für uns noch gilt. So beschreibt schon Marx das Wesen einer globalisierten Welt. Die uralten nationalen Industrien werden verdrängt durch neue Industrien, die nicht mehr einheimische, sondern Rohstoffe aus den entlegensten Zonen verarbeiten. Deren Fabrikate werden nicht nur im Lande selbst, sondern in allen Weltteilen zugleich verbraucht. Marx sagt schon sehr früh, dass ein Markt, ein nationaler, nie ausreichen kann. Also es muss sich internationalisieren, es muss die Erde umspannen, wie er sagt, es muss überall in jeden Winkel vordringen. Und das bedeutet, dass dieses System nimmt erstmal keine Rücksicht darauf, dass es vielleicht Umweltschäden verursacht. Das alles haben wir in der Geschichte erlebt, sondern es muss wachsen. Es ist wirklich wie ein Krebswachstum. Der Markt muss daher beständig ausgedehnt werden, sodass seine Zusammenhänge immer mehr die Gestalt eines Naturgesetzes annehmen und immer unkontrollierbarer werden. Schreibt Karl Marx in seinem Hauptwerk Das Kapital. Wachsende Kapitalmenge führt dazu, dass es einen wachsenden Druck gibt, auch auf staatliche Institutionen, sich zu privatisieren. Wir alle sehen das zum Beispiel am Gesundheitssystem. Krankenhäuser werden profitabel gemacht. Pflegedienste werden privatisiert, alles Mögliche wird privatisiert. Wir sind inzwischen so weit, dass wir sogar unsere sozialen Beziehungen kommerzialisieren und zur Ware machen, also Stichwort soziale Netzwerke. Marx hat beschrieben, wie alles zur Ware wird. Nun, im weltweiten Netz, zählen dazu selbst private Beziehungen und persönliche Daten. Der Rohstoff der Zukunft. Doch der umfassende Siegeszug dieses Wirtschaftssystems wird nicht nur kritisch gesehen. Wir sehen insgesamt, dass das, was man so im Allgemeinen mit dem ungebremsten Kapitalismus der letzten 20 Jahre beschreibt, dass der insgesamt weltweit gute Ergebnisse bringt. Wenn man sich anguckt, wie hat sich die weltweite Armut entwickelt, dann ist die in den letzten 20 Jahren signifikant zurückgegangen. Also die Ärmsten der Armen haben vom Kapitalismus unterm Strich profitiert, die Reichsten der Reichen übrigens auch. Der Treibstoff dieses Modells, Kapital, das ewig nach Profiten sucht, ist zugleich sein größter Risikofaktor. Auch das hat Marx bereits beschrieben. Europa befindet sich augenblicklich in der Lage eines Menschen am Rande des Bankrotts, der gezwungen ist, zu allen möglichen verzweifelten Mitteln zu greifen, mit denen er den letzten furchtbaren Krach aufzuschieben hofft. Ist das System auf seine eigene Zerstörung ausgelegt? Ich würde mich zu der Behauptung versteigen, dass wir in der Abenddämmerung des Kapitalismus leben. Ob das noch 20 oder 30 oder 40 Jahre gut geht, mag sein. Ja. Aber ich glaube, dass die gegenwärtige Entwicklung des Auseinanderdriftens zwischen Arm und Reich so nicht tragbar ist.
Ob wir einen letzten Tanz auf dem Vulkan erleben oder der Kapitalismus sich immer wieder neu erfindet, kann niemand mit Gewissheit vorhersagen. Auch Marx nicht. Aber als Deuter der Welt taugt er. Heute mehr denn je.